Festival of Hope, warum bist du hier? Was ist dir hier wichtig? Hier wird das Evangelium ganz klar und geradeaus verkündigt und das ist mir wichtig. Und was wäre kurz das Evangelium? Jesus Christus ist gekommen, um für meine Sünde zu sterben und mich zu erlösen vom ewigen Tod, den ich verdient habe. Und was ist deine Erwartung für heute? Dass Jesus hier verkündigt wird, dass Jesus Menschen anspricht, dass Menschen Jesus aufnehmen, dass Jesus Menschen neu macht. Dass viele Menschen zu Jesus finden und errettet werden und einfach das neue Leben bekommen. Also ich hoffe zum einen, dass Menschen wirklich das Evangelium klar hören von Buße und Umkehr und natürlich auch dem Glauben an Jesus Christus. Und dass Menschen auch wirklich zum lebendigen Glauben kommen. Man sieht das natürlich nicht von außen, aber ich hoffe auch, dass Christen wieder neu angefacht werden, wirklich fürs Evangelium zu leben und auch bereit sind, ja, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um es weiterzugeben. Also ich hoffe, dass es nach innen wirkt, in die Christenheit rein und nach außen. Na, meine Erwartung ist vielfach übertroffen. Wir haben gebetet dafür. Diese Grugerhalle war überfüllt. Das ist schon ein Wunder. Und so viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, habe ich gesehen, die eine Antwort gegeben haben, gesagt haben, ich komme und ich möchte mit Jesus leben. Das ist doch ein riesengroßer Grund zur Dankbarkeit. Was braucht Deutschland und was ist es für Deutschland wichtig und ist es in Not? Also Deutschland braucht das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben das heute auf wunderbare Weise erlebt. Es ist das einfache Evangelium klar gepredigt, Menschen berührt, Gottes Geist schafft die Wirkung. Das haben wir Menschen nicht in der Hand und wir brauchen das viel mehr. Was hindert uns? Und wie können wir in ganz Deutschland dieses wunderschöne Botschaft, dieses Evangelium an allen Menschen weitergeben? Welche Art wäre so, dass du denkst, hey, so sollte man machen, das ist wichtig? Naja, dass alle Gemeinden diese Verantwortung sehen und dann auf vielerlei Weise diese Botschaft teilen. In persönlichen Gesprächen, in kleinen und großen Veranstaltungen, wie auch immer, Glaubenskurse. Wir haben ja gesehen heute Abend, das ist auch ein großes Festival wie hier, eine rappelvolle Halle, wirklich eine gute Gelegenheit, das Evangelium weiterzusagen. Aber es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und die sollten alle genutzt werden. Morgen ist Sonntag, in den Gottesdiensten sind hoffentlich auch suchende Menschen, denen soll man das Evangelium sagen. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwas haben, wo wir sagen, hey, da ist genug. Aber ich glaube wirklich, das klare Evangelium wird gar nicht mehr verkündigt, weil zum Beispiel die großen Kirchen überhaupt nicht mehr selber daran glauben. Und was müssen wir haben? Ja, Leute, die davon so ergriffen sind, dass sie verstehen, das ist die einzig rettende Botschaft und nur das zählt und dass sie dafür beten, dass sie bereit sind, auch unangenehme Situationen auf sich zu nehmen, um das Evangelium weiterzugeben. Die größte Not, die Deutschland hat, ist, dass sie ohne Jesus ewig verloren geht. Es ist nicht das Klima. Es ist nicht unser Straßenverkehr, es ist nicht die Gesundheit oder irgendeine Krankheit, sondern die Verlorenheit, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und deshalb brauchen wir solche Evangelisationen, damit Menschen hören, dass sie ohne Jesus ewig verloren gehen. Aber bei Jesus finden sie ewiges Leben. Und wir haben heute etwas Wunderbares erlebt. So viele Leute haben sich heute Abend für Jesus entschieden. Wie wunderbar ist das? Was stört dich an Frankie Graham? Weil er das leider nicht allen zuspricht, weil er leider Leute daraus ausschließt, weil er sich positiv für Konversationstherapien äußert oder, ja genau, dass er eben sagt, okay, klar, ihr dürft alle kommen, wir sind alle fair und lieben und machen Spaß und glauben, aber er schließt leider Leute aus, weil die falsch sind und dann eben in Therapie gehen müssen, um dann irgendwie richtig zu werden, um dann Teil dessen zu sein. Und das verursacht sehr große psychische Probleme bei sehr vielen Leuten, wenn ihnen das Gefühl gegeben wird, dass sie nicht dazugehören dürfen. Und du glaubst, dass er generell Menschen, der eine andere Meinung hat oder wie Muslime, dass er die hasst? Das sagt er ja. Er hasst die Muslime? Ja. Bist du dir sicher? Ja, er hat das ja gesagt. Okay. Er hat nach dem 11. September gesagt, dass Muslime böse und irgendwie noch ein anderes lustiges Adjektiv sind. Aber er hilft ja auch viele Muslime. Kann es sein, dass er dann, wie kann man das mit heiß... Warum er das sagt. Okay, aber verstehst du, es ist halt, wem glaubt man dann?
den Worten, die dieser Mann spricht. Mein Name ist Omar, wir sind von Hakika TV, bedeutet auf Arabisch Wahrheit. His name is Omar and they are from Hakika TV and that means in Arabic truth. Und wir, ich komme aus einer muslimischen Familie, habe vor 8 Jahren Jesus kennengelernt und ich hätte eine besondere Frage an Sie. His background is Muslim and he met Jesus 8 years ago. Okay. And he has a special question. Okay. Wir waren draußen und wir haben mit den Menschen versucht, im Gespräch zu kommen und die haben eine Aussage gesagt, dass sie Muslime hassen. Und das, ja. They were outside and they talked to the demons. To the people, yeah, exactly. And they heard lots of times that you said that you hate Muslims. Und das glaube ich nicht und das frage ich persönlich. Was ist Ihre Aussage darüber und stimmt das überhaupt? He doesn't believe that, but he wants to know your opinion about that. I care very much about the Muslims of the world. Er sorgt sich sehr, er kümmert sich sehr um die Muslime in der Welt. We do a lot of work with Muslims. Sie arbeiten auch sehr viel mit muslimischen Menschen zusammen. We have an office in northern Iraq. Im Nordirak gibt's ein Büro. Erbil. And also in Erbil. The same Erbil. City. Mm-hmm. And then also we work with the Yazidis. Do a lot of work with the Yazidis. Mm-hmm. And so we work in about 15 to 20 different Muslim countries. Circa 15 bis 20 verschiedene muslimische Länder. So I care about Muslims. Ja, er sorgt sich sehr um muslimische Menschen. I don't believe in Islam to be the truth. An den Islam, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube auch nicht. I believe the Bible to be true. Amen. An die Bibel, genau. Ja. Das heißt, das stimmt nicht. Sie lieben Muslime und sie schätzen Muslime und sie wollen genau, dass Muslime gerettet werden. So that means that your statement that you hate Muslims is not true. It's not true. That's not true. No, it's not true. Das wollte ich persönlich hören und das die Zuschauer vermitteln. I want to hear that personally from you, yeah. So that the people that are watching their YouTube channel, yeah, will also hear it. Yep. Gut, okay. Vielen Dank. Danke. Was sagen Sie, die Leute, die draußen waren und meinten, dass diese Leute, die hier sind und Jesus verkündigen, hassen eigentlich Menschen, die in der Homosexualität leben oder Muslime sind? Stimmt das? Naja, sie hätten ja reinkommen können, hätten sie gemerkt, dass hier keiner keinen hasst, sondern dass hier eine Atmosphäre der Liebe ist. Aber, naja, jeder kann seine Meinung haben. Aber wer sich überzeugen will, konnte sich hier überzeugen, dass Christen niemanden hassen, sondern lieben. Wenn ich weiß, dass mein Nachbar zum Beispiel einen kaputten Bremsschlauch hat und ich lasse ihn einfach wegfahren auf die Autobahn, dann kann es da einen bösen Unfall geben. Und genauso ist es bei jedem Menschen, der ohne Jesus diese Erde verlässt. Also es ist eigentlich gerade die Liebe, die uns dazu treibt, die Wahrheit ihnen zu sagen, dass sie verloren sind. Und auch das Evangelium natürlich. Die letzten Worte von Franklin Graham waren, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und wenn Gott Menschen liebt, dann lieben wir sie auch, so wie sie sind. Aber Gott will nicht, dass der Sünder verloren geht. Und deshalb müssen wir Menschen sagen, wo ihre Schuld und was ihre Sünde ist. Ansonsten verkennen wir die Wahrheit und verschweigen die Wahrheit. Und deshalb müssen wir es ihnen sagen, ob das den Menschen gefällt oder nicht. Warum ist das so wichtig, auf der Straße Bibel zu verteilen? Was ist überhaupt Gideon kurz? Gideon sind Männer und Frauen, die Gelegenheit nutzen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und mehr als wir es wollen können, will Gott, dass Menschen mit seinem Wort erreicht werden. Und Jesus spricht darüber im Gleichnis von dem Sämann, der den Samen ausstreut. Und so, das machen wir dann. Der Samen fällt auf die Straße auf einen guten Boden, aber für Wachstum schenkt Gott. Und so suchen wir Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, weil in Jesaja 55, 11 geschrieben steht, Gott sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu ich es aussende. Also 100%ige Ergebnis. Und dann könnt ihr gerne die Gideon-Seite angucken, unterstützen, beten. Und da freuen wir uns, wenn ihr Bibel verteilt und motiviert seid. Und ihr könnt gerne auch Gideon-Freund werden. Das kostet nichts. Ihr könnt uns im Gebet unterstützen, Freundesbibeln bestellen und Erfahrungen machen, wie es heißt, so Bibeln weiterzugeben. Ich könnte euch viele Beispiele darüber erzählen, was Menschen dabei erleben. Denn Gott bereitet Gelegenheiten vor. Wenn wir vorbereitet sind, dann schenkt er uns Gelegenheiten. Und ich würde das alles unten verlinken, dass ihr den Gideon-Werk kennenlernt. Ja, und ganz kurzes Beispiel. Ich war vom Flug unterwegs mit Zwischenlandung, hat länger gedauert als geplant.
Bei der Zwischenladung kommt ein junger Mann auf mich zu und sagt, entschuldigen Sie bitte, mir ist so langweilig. Haben Sie nicht etwas zum Lesen für mich? Auch wenn eine Betriebsanleitung. Da habe ich mich sofort darüber gefreut, ihm eine Bibel geschenkt. Ich habe gesagt, hier, ich schenke Ihnen eine Betriebsanleitung fürs Leben. Und diese Begegnung schenkt Gott dann, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir dafür beten. Gottes Segen, alles Gute. Das heißt, Bibel in deinen Rucksack, in deine Tasche, überall einpacken. Wie hat dir diese Veranstaltung gefallen? Also ich glaube, wir ein bisschen brauchen, das zu verarbeiten, was heute hier passiert ist. Ich habe mich einmal umgedreht und gesagt, so ein bisschen wie Himmel. So viele unterschiedliche Leute, aber ein Herr. Und das war richtig schön. Richtig, richtig. Ich werde auch lange dran denken und kauen dürfen. Schön. Und was hast du für dich persönlich mitgenommen? Also, das Evangelium hat Kraft. Ich durfte hier zwischendrin Leuten helfen, mit Gesprächspartnern zusammenzukommen und einfach zu sehen, wie dann wildfremde Leute anfangen zu reden. Und dann passiert etwas. Du siehst es den Menschen an, die Entscheidungen treffen, vor deinen Augen. Und das war genau das, wo ich sehe, ja, es lohnt sich, das Evangelium und nichts anderes. Und das meinst du mit verarbeiten? Dass man dass man darüber nochmal nachdenkt und das auch dann, man nimmt ja was mit, man geht ja nicht auf die gleiche Weise aus so einem Ergebnis eigenes raus. Man geht ja verändert aus sowas raus. Und auch den Herrn zu fragen, hier, was hast du für mich hier heute gehabt? Vielen Dank. Sehr gerne. Cool. Liebe Geschwister, ich hoffe, hat das Video euch gefallen. Wir wollten einfach einen Einblick über diesen Festival of Hope, euch einfach einen Einblick zu geben, wie das bisschen ausgesehen hat und wie das war. Und ein bisschen Menschen auch fragen, wie wichtig Evangelisation ist. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen hochlassen und den Kanal abonnieren und für uns beten und vor allem für Deutschland beten, dass wir Deutschland mit dem Evangelium, mit dem wahren Evangelium, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und für dich wirklich gestorben ist, damit du ewiges Leben hast. Amen.